Und die GT ist halt, wie man sie halt kennt, ne? Halt alle. Alle möglichen. Keine Ahnung. Alle halt hier. Den Huracan, Mercedes, jede Marke halt. Ferrari, Honda, alles komplett auf einem Server. Der zweite Server ist halt der Bentley ist auch dabei hier. Müssen der Continental müsste das sein, da ist er. Habe ich jedes einzelne Auto eingefügt. Gekauft teilweise, manche sind noch free, gekauft dann auf dem Server. Kosten ja auch. Alle GT3 und GTE Autos. Dann der Service mit Formel 1991, die sind alle free. Und den Non-GT Server ist halt Formel 1 bis 3 und LMP 1 bis 3 und 2 LMH. Ja, da kann ich noch beliebig mehr drauf tun, je nachdem. Vielleicht noch ein Rallye-Server, Rallye-Cross oder noch mal schauen. Oder noch ein DRM-Server, den haben wir eigentlich auch von einem Kollegen noch. Aber das glaube ich doch, der ist hier. Ja, normal hat er hier stehen, Featuring Gags, aber hat er rausgenommen. Schweinerei! Also, du kannst dir bei GTAC alles machen, was du möchtest. Und noch essen nebenbei. Jo. Der Singer Jens, der hat das Spiel über den Beamer. Der hat vor seiner Fresse eine riesen Leinwand und ein riesen Spiel. Ja, Jens. Ja, so ist das. Das ist jetzt Discord und das ist jetzt mein Ding. Kann dir gar nicht genau sagen, wie viele Meter das sind. Ich glaube 3,5 in der Diagonale. Ja, je nachdem, teilweise schon, ja. Also, ich biete einiges an, aber ich kann halt nicht alles anbieten, weil es ist halt vieles auch Paid-Content. Und das ist halt schwierig dann. Muss man halt schauen. Mal gucken. Aber ja, das ist geil. Du, ich habe ich ganz vergessen. Du spielst ACC oder wie eigentlich fast alle, die spielen eigentlich alle ACC oder so. Ich habe mich gestern nochmal über Race Room Racing spielen schlau gemacht und da sehe ich mich halt auch irgendwann. Habe ich ja schon früher mal reingeschaut. Ja, jetzt ein paar hundert Runden hier gefahren, diese Strecke. Freitag und Sonntag. Samstag nicht dazu gekommen. Samstag halt 6 Stunden Serverarbeiten gemacht und es ist halt die Racing Time gewesen. Und meine Füße haben eh keinen Bock gehabt auf Fahren. Ja. Ansonsten immer so spannend, mit jedem, den du redest, ich zocke ACC. Ja, toll, schön für dich. Der nächste ACC. Ah ja, okay, cool. Was ist mit dir? Kannst du was Spannendes berichten? Ich zocke ACC. Ah ja, gut, okay, dann nächster Gesprächspartner. Was ist mit dir? ACC? Ja, okay, dann will ich nicht mit keinem mehr reden. Mit der ACC, na klar, ja, na Schnauze jetzt. Zum Endeffekt. Du, es gibt noch andere Spiele. ACC ist Main. Es gibt keine andere.
Und ACC ist kein Spiel, es ist eine Sim. Ja, wie jetzt? Es ist das Gleiche. Du sitzt vorm scheiß PC und spielst ein Spiel. Nein, es ist eine Sim. Da musst du noch eine mit iRacing um die Ecke kommen. Da gibt's Prügel. Und du musst nur mal lachen. Aber mit Race Room Racing gab es doch keine Probleme, soweit ich es mitbekommen habe. Das ist immer so neutral. Hey, hast du gesehen, dass GT2 kommen soll 2023 in ACC? Ich bin ja in der Küche ein bisschen rumräumen hier. Hast du gesehen, was wir da geleakt haben? Schau mal, Mann. Wenn sie noch offen sind für so ein paar mehr kleine Sachen, vielleicht schaue ich auch mal da rein, weil nur GT3? Weiß ich nicht. Aber wurde mir gestern erklärt, dass das wegen dem SRO-Team oder so ein Scheiß nicht gehen soll. Wegen der Lizenz. Die können nur das machen, was in SRO enthalten ist. Ja. Ich sage mal, ACC ist so eine kleine Bubble. So ungefähr so wie Apple, wo nichts anderes da reinpasst oder so. Wo nichts anderes. Irgendwie so, mehr so Stock im Arsch manchmal. Kurz Hände waschen. Ja, ich habe gerade ein paar Tabletten genommen. Ich muss jetzt 12 Tabletten am Tag nehmen. Hab mal 4 Stück genommen. Muss auch noch Antibiotika schlucken in meiner scheiß Lungenentzündung. Deswegen auch immer wieder husten, sorry. Geht ja nicht anders. Ja. Aber ich würde schon noch ein bisschen fahren, Jens. So ist es nicht. Wenn du noch fährst, fahr auch noch ein bisschen. Was meinst du? Bist du noch dabei? Also, ist er AFK, oder? Ich hab ja gemeint, ich hab so scheiß Kopfschmerzen, Alter. So beschissen heiß. Ist bei euch auch so beschissen? Ach, kurz AFK, okay. Es ist so beschissen heiß, ey. Und es ist zwar jetzt aktuell draußen nicht mehr so heiß, aber die Kälte kommt nicht rein. Gar keine Chance. Kein Wind, keine Luft, nichts. Nichts, nichts, nichts. Was habt ihr heute gemacht? Und nochmal danke, dass du deine Leute, ich sag mal, zum Schlafen her schickst, Kapi. Es ist ja schon Sonntag und spät, ne? Genau, nur was in der SRO fährt. Das habe ich nicht so gewusst, weil ich habe mir immer so ein bisschen lustig gemacht, dass sie halt außerhalb der GT3 oder so nichts anderes kennen. So ein bisschen eingeschränkt sind. So wie Apple auch nichts in das System reinkommen lässt. Aber ja, wenn es um Lizenzen geht, ist alles ein bisschen komplexer heutzutage. Um 2:50 Uhr, okay. Wo schreibt mir Jen zurück, was er dann sagt? Hab dann gestern noch hier. Haben wir gestern noch Server eingerichtet. Hier S-Tracker habe ich noch drauf getan. Da kann man noch genau verfolgen, was für Zeit man gefahren ist auf jeder Strecke. Dann habe ich Kiss My Rank auch drauf getan. Das ist so eine Art Geldsystem. Du kannst, wenn du schnelle Runden fährst, du deine eigene Runde unterbietest oder so, bist du Geld verdienen. Wenn du crashst, musst du Geld zahlen. Wenn du gegen andere fährst, zahlst du auch.
Mikrofon war wieder aus. Beste Gelegenheit. Ich habe die ganze Zeit gelabert. Das Mikrofon war aus. Super. Oh. Keiner gehört. Zumindest ich nicht. Ich habe auch mit dem Chat gequatscht. Ja, super. Wird geradet, quatscht und man hört mich nicht. Bock. Ja, tut mir leid. Mikrofon war aus. Also, Wireless Mikrofon war leer. Ich habe gesagt, ich würde noch ein bisschen fahren, wenn du auch noch ein bisschen fährst. Ich so ein paar Minuten. Okay, dann. Ich tue eine schnelle Getränke in den Kühlschrank, damit dir dann kalt sind heute Nachmittag. Dann fahr ich. Wenn du dann bei dir aufs Bild überschwenkst, kann ich dann nochmal mir einen Tee holen. Also wenn du fährst. Direkt mal anscheinend, egal wie du möchtest. Ja. Man hier ja für Bild sorgen. Kurz mal abgelenkt auf den Chat geguckt. Oh, es war teuer, 600 Euro fast. Ich bin auch gleich wieder da. Mein Wireless-Mikrofon ist nur leer gegangen. Ich komme gleich wieder. Noch ein paar Flaschen im Kühlschrank hier im Race Point. Das ist nicht schlimm, du bist nicht die einzige Person, die hier einschläft. Ich will nochmal schnell schiffen, nämlich nicht da. Sag's dir, vollgefressen. Wie ein Schwein.
Kannst du dir nicht vorstellen. Ich glaube, ich könnte da nicht mehr mich wach halten. Sag mal, das Fresskoma. Echt? Naja, ganz schlimm bei mir. Bei mir war das früher eigentlich auch so. Ich bin immer so gern pennen gegangen. Zu vollem Magen. Heutzutage stört mich das irgendwie. Da muss ich mal aufstoßen, Magengeschwür. Das geht heutzutage irgendwie nicht mehr. Du weißt ja, ich schwitze beim Essen, ne? Ich liege dann immer im Bett und ich schwitze beim Essen mit meinen Scoville-Einheiten. Ich liege dann in meinem Bett und mir ist einfach nur ultra hot. Ach so, ja gut, du hast ja... Wenn man sich noch ein paar Millionen Scoville gönnt. Ja, okay, da fällt es ins Koma. Das ist ja klar, das liegt ja dann an dem Scoville, nicht am Vollgefressen, oder? Ja, an beiden. Ich würde doch ohne ins Koma fallen. Ich schaufe immer mit so viel Kalorien rein. Muss halt den ganzen Tag halten. So. Wenn ich an Ort teste, ich fahre nochmal zwei Runden mit dem. So. Irgendwie. Ich glaube, ich kann meine Zeit eh nicht mehr unterbieten. Hey, mein Mikrofon, mein Headset ist zu lang jetzt hier. Oh. Es kitzelt mich zwischen den Beinen. Klingt pervers, aber ist so. Moment. So. Muss in der Mitte haben. Muss eine Gen sein. Okay, der kommt noch nicht. Ich habe wieder auf der Multiscreen geschaltet. Haben wir noch Streams? 76 Minuten Pause gemacht, gell? Fast reicht. Vernünftig. Halben Tag weg gewesen hier. Ja. Da kommt noch ein Raid. Wolfi! Alte Fort, was geht? Der 82er Baujahr. Kannst du dir vorstellen, wie alt Leute werden können? Wie liefen die Keys? Was geht? Du bist es, glaube ich, der mit den Keys, ne? Ich wurde gestern geradet und da dachte mir, hä? Oder bist gar nicht du mit der Keys? Doch, oder? Oder warst du das gestern? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade eben meine 4 Tabletten genommen. Von 12. Ganz verwirrter Gags. Kurz vor... Wie gestern war ich nicht zu Hause. Okay, okay. Gut, dann bist du das mit den verrückten Keys. Wer war denn gestern? Es gibt immer zwei Leute, die raiden nochmal rein hier nachts. Dankeschön, Dankeschön. Was hast du gemacht? Wobei hattest du deinen Spaß? Ich hoffe doch, du konntest andere Leute ärgern. Ich hatte gerade 76 Minuten Pause und habe was gegessen, habe meine Tabletten genommen. Noch ein bisschen kurz ruhig sitzen bleiben und jetzt fahre ich noch ein bisschen. Ja, nice. Red Dead 2, hast du da RP gemacht? Ich kenne jemand, der ist am Deutschland-besten oder EU-besten Red Dead 2 Server beteiligt oder er hat den aufgebaut, programmiert, gescriptet, keine Ahnung. Alles hat er gemacht. Also falls du da rein willst. Wow, fastest Lap. Hey, was hast du denn bekommen? Du hast gerade hier fast Lap gemacht hier. Du hast cool fastest Lap oder wie? Ja, bei mir steht hier. Jens ist jetzt fast Lap of all times. 1,38. Du hast deine schnellste Zeit gefahren, jemals, wie du jemals gefahren bist. Mit dem Auto halt. Okay, zumindest. Ich weiß sogar, wie ich es gemacht habe. Scheiße, oder? Klingt gut. Irgendwas hast du bekommen, mein Geld. Keine Ahnung, das sehe ich ja nicht. Irgendwas, das du gemacht hast. Ja, die Story, weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Die Story habe ich auch gespielt, aber ich hatte irgendwann keine Lust mehr. Das war ziemlich kurz vor Ende. Hatte dann irgendwann keinen Bock mehr. Es ist, wenn etwas zu lang geht, dann, ne.
Hey, so habe ich es nicht gemacht. Mich auch nicht so. Erste Fall verbremst. Ist aber nicht schlecht gemacht. Wo bist du denn? Bist du schon weit in der Story? Irgendwann kommt man da mal in so eine ganz krasse große Stadt da rein. Das ist wild. Hast du auch diese seltenen Tiere gejagt? Das habe ich nicht schlecht gefunden. So hat mich so ein bisschen an Arg erinnert. Von Fußspuren und so. Oh nee, scheiße, was? Ach, das weiß ich nicht. Vielleicht irgendwo bei Optionen speichern. Ich habe das 2019 gespielt, ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwo kann man das bestimmt sehen, bei Infos, irgendein Scheiß. Hast du dich schon vorbereitet für Lutschkäse? 27.09. geht's los. Am 28.09. ist ja ein Jahr Stream. Jens. Wäre doch perfekt, mit dem Lich King da einzusteigen. Bin dabei. Aber auch wenn es nur ein Scherz ist, für den Fall das nicht. Ich bin halt ein halber Noob, der nur PvP gespielt hat. Also wirklich nur PvP. Was? Okay. 27. September, Wolfi. Lich King. Es muss halt immer eingeben, ne? Es kommt da. Aber du siehst ja, ich bin lernfähig, zumindest ein bisschen lernfähig. Was für Klasse? Für Spiel? Ich meine Classic, Hexe. Ja. So wie der Techni. Alles die Hexen, ja. Einfach nur Dotten Hitchen und zu Dotten, ihr Schweine. Wieso macht der Techni alles, was ich mache? Ich weiß, das ist irgendwie gruselig, oder? Einer von euch, es darf halt nur einen von euch geben. Einer von euch muss weg. Das ist mir so gruselig. Hat Techni eigentlich auch mal was so mit Webdesign und so gemacht? Habt ihr nicht letztes Mal geredet? Hat er gesagt, so ein bisschen und sowas? Naja, also ich hab's nicht rausgehört von dem, was er sagte. Aber als ich irgendwie. Es klang bei euch so, als er von Style Sheets und so angefangen hat, dass er das kann, ja? Bestimmt. Techni hat, ist ein Multitalent, der kann vieles. Das ist ein guter. Ja, ist furchtbar. Furchtbar, gell? Sonst bin ich immer der Freak. Du spielst nur Classic, Wolfi? Ja, dann rein da. Finde ich gut. War jetzt mal ein bisschen entspannter gerade. Ja, ich auch. Die Zeit hat mir gerade gereicht. Ich rutsche hier weg. Immer. Aber Wolfi, es muss doch immer Lich King geben. Muss doch Lich King hier, ne? Also. So, das Mindeste. Ich spiel. Und Band heißt nicht mal schneller. Also du sagst, du bist dabei und wenn du eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben musst, auch? Für was? Damit nicht geleakt wird, wo ich bin und was ich spiele. Also mir doch egal, ja klar. Also ob ich rumlaufe, was juckt mich das? In der Stadt schreien! Der Gag spielt auf, was weiß ich. Wieso bist du da so bekannt, dass man dich das dorben könnte? Ich habe 16 Jahre WoW gespielt. Und es haben über Zehntausende von Leuten bei mir im Stream Raids gejoint alles. Ich habe jahrelang Raids gemacht von 18 Uhr am Abend bis um 12 Uhr mittags. 18 Stunden am Tag Raids. Habe ich alles nicht mitbekommen. Also. Gibt wenig Leute. Ich habe irgendwo mal in der Übersicht gesehen und mir gedacht, WoW, das gucke ich mir nicht an. Gibt wenig Leute, die bei mir nicht im Raid waren. Also ich weiß nicht, ob Wolf auch schon mal dabei war. Aber es ist kein Joke, ne? Von 18 Uhr abends bis über mittags. Das ist nicht immer ein Joke, sogar manchmal länger. Und es gab vier feste Raids am Tag. Boah.
Es gab den Guild Raid, dann gab es HC, NRC und nochmal vielleicht ein Frühstücks-NRC oder so. Je nachdem. Okay. Ja. Ich war mal. Schau mal, Wolf, ja. Ja, ich war mal nachts dabei, siehst du? Also, ich kenne. Also, ich habe auch einen Kumpel. Beste. Der kannte das ganze Spiel in- und auswendig. Das tue ich. Also von. Je nachdem, was man halt jetzt. Einen auswendig kenne, die Lore ist mir scheißegal. Ich habe keine Ahnung, wer mit wem gebumst hat oder so. Oder wer da was ist. Geschichte kenne ich ja gar nicht. Aber sonst so vom Spiel, von den Klassen. Er wusste auf der Karte alles. Er wusste, wo du welches Pet kriegst. Er wusste einfach alles. Ja, nee, da gucke ich halt nach. Das ist mir zu viel. Und wenn ich das gemacht habe, ja, aber sonst, ne. Was für Erfolge fehlt denn noch, Wolf? Wie hast du schon Season 4 jetzt gemacht, der Dingsmaster? Dungeon Master Season 4. Mir persönlich war der zu herrschermäßig so. Ich habe mit dir zusammengespielt und im Prinzip hast du die ganze Zeit immer nur machen müssen, was er gesagt hat. Ja, das ist nervig. Er hat dich genau diktiert und immer, also weil du hattest keine Freiheit. Weil es so am effektivsten ist und da gibt es kein links und rechts. Kaffee hätte ich jetzt in einer Woche erst nochmal. Kerkermeister legen HC, okay. Wie schlecht ich fahre mit dem Ding. Wir laufen nur noch 20er Steine. Oh, der feine Herr. Abgehoben. Mein höchster Stein war da vielleicht mal 17 oder so. 20er läuft er nur noch. Aber gut, das generelle Item-Level hat sich enorm erhöht, oder? Jetzt sind aber schon geschwitzt. Gex, willst du wissen, wie ich die Bestzeit gefahren bin? Ich weiß nicht, okay, ich fahre mit dem Auto 4 Sekunden schneller, keine Ahnung. Es kann ja sein, dass du das nur besser kannst. Boah! Ja, ich habe nichts gesagt. Wo denn? Hast du diese Kurve hier gelernt? Diese, meine Hasskurve? Die anderen eher. Also nicht die, die letzten, sondern eher am Anfang und in der Mitte habe ich es rausgeholt. Also im Prinzip bin ich einfach jede Kurve eng gefahren. Oh. Und vorher habe ich viele Kurven halt eher außen genommen. Ich fahr immer nur eng die Kurven. Also nur. Naja, da habe ich ein bisschen Zeit jetzt schon mal gut gemacht. Jetzt noch so ein paar Tricks und ich bin schon vielleicht nur noch ein, zwei Sekunden dran. Bist du jetzt schneller als Techni oder nicht? Ich weiß es nicht. Ab Mittwoch aber ist ja vermuten. Ach so. Ein paar Hunderte sind wir gleich auf gerade. Ich dachte, es ist schon Season 4. Das ist einfach eindeutig. Wenn das schön eng ist, dann gefällt es dem Penis besser. Das ist nicht zweideutig, Wolfi. Also ich sag's dir, eindeutig Beste. Okay. Ja, ich habe nur gehört, Season bla und hier und blub und... Ich krieg das immer nur so nebenbei mit, weil ich beschäftige mich ja nicht so mehr wirklich damit. Aber dass der Lutschkäse halt kommt, habe ich schon mitbekommen. Und dass es 50% Boost gibt, vielleicht jetzt schon oder ab Mittwoch, keine Ahnung. Hab ich auch mitbekommen. Also zumindest bei Classic-Servern. Ich weiß nicht, ob es auch bei Retail-Server gibt. Da lacht er. Okay, gibt schon. Na gut. Die Frage ist jetzt, wartet man, spielt man sich jetzt ein Char hoch? Oder wartet man, bis der Pre-Patch kommt? Und man braucht dann generell weniger XP bis 70? Man mit dem fahren, Jens, mit dem BMW. Also, wenn du zu schnell unterschleifst, machst du diese Schaltung kaputt. Ja.
Ist das nicht der mit dem Zähnen-Sound? Nee. Der ist jetzt erst neu. Der ist ja seit am Server, wo du nicht gespielt hast. Seit gestern halt. Ist erst drauf, den kannst du noch nicht. Der M8, wir hatten noch nie einen M8. Wir hatten Z4, M6, 2 Z4, M6. M8 haben wir noch nie gehabt. Okay, wird immer größer die Zahl. Ist größer besser? Ja. In dem Sinne schon, ja. Ja, auch für die Retail, ne? Aber nicht bei Ding. Ich weiß nicht, ich rutsche immer weg mit dem, keine Ahnung. Noch einmal testen. Kann man denn überhaupt auf Classic Charaktere transferieren? Geht das? Und was ist der deutsche größte Horde-Server? Auf Classic? PvE, nicht PvP. Ich spiele natürlich niemals Allianz, das sollte klar sein. Ja, na klar. Da unterscheiden sich halt Techno und du. Zum Glück. Oh, was? Also ich meine, die blauen Irren da spielen, kannst du vergessen. Ich kann doch keine Allianz spielen, wie geht denn ekelhaft. Das ist ja... Okay, ich bin tief enttäuscht, würde er jetzt sagen. Ich habe einfach geschluckt und nicht dazu gesagt. Weil eigentlich spiele ich ja kein WoW, ist mir egal. Und bei dem aktuellen WoW gibt es keine verschiedenen Fraktionen mehr. Egal. Mobben können wir trotzdem. Na klar! Ich habe 9 von 10 gefragt, die sagen, Mobben ist okay. Kein Bock mehr gehabt, um 10 zu fragen. Mobben ist ein deutscher Erfolgssport. Alle stinken, hast du recht. Ja, aber das ist natürlich, also hä? Also da gibt's. Es gibt halt nur Horde oder Non-Horde, wie ich immer gesagt habe. Weißt du? Es gibt halt nichts anderes. Horde oder Non-Horde. Also ich habe 4.700 bekommen und dann habe ich für die persönliche Bestzeit, glaube ich, 3.000 bekommen. Cool. Doch okay, oder? Kann man machen. Zumindest nicht mehr ein Minus. Aber also müsste jetzt theoretisch auf einem anderen Wagen gehen. Das können wir eigentlich mal machen. Ne, teste mal. Wenn du den hier haben willst, ich will eh nicht mehr. Willst du den testen hier? Den BMW M8? Nee. Ich habe eh keinen Bock mehr. Ich guck mich mal an. Dreh dich erstmal im Kreis. War das hier nochmal? Lexus habe ich doch gut gefunden. Ja, oh ja. Lexus habe ich. Ach, du meinst für Drachengedönse da? Eine Stamm zu finden? Ja, wünsche dir da viel Glück. Ich hoffe, du findest eine. Vielleicht kann dir der Gino auch eine finden mit der Zeit. Ferrari auch mal. 4,5 Sterne gegeben. Ja, ich probiere mal einer meiner Lieblingsautos. Random ist natürlich scheiße, aber random kannst du so viel probieren, wie du möchtest. Bei Gilde, wenn die Kacke so nicht klappt, bist du frustriert. Welches ist denn eins deiner Lieblingsautos? Naja, so als Teenager und so immer Diablo und Gallardo und sowas gut gefunden. Oh, das ist jetzt auch neu. Gallardo GT3 ist auch neu drin seit gestern. Ist aber ein altes Auto, ne? Es kommst du halt nicht an die Zeiten von den neuen ran, glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht schon. Ich habe keine Ahnung, nie gefahren. Ist halt 2004. Ja. Ist halt wirklich alt. Aber ich wollte ihn unbedingt, mit reinhaben. Zum Testen mal. Einfach so als Spaß, weil. Früher ist man doch in einigen Spielen den gefahren, ne? Weil man kann ja auch den Hurricane fahren, ne? Das ist ja quasi ein Nachgang. Das ist der Nachfolger, aber ja, und der Huracan, der ist ja auch viele Jahre 2004. Jünger. Ich fahre mal den Aston Martin. 2019 ist der, ja, dann fahre ich den neueren.
Ich fahre mit dem Aston Martin zum Test. Den bist du doch neulich gefahren und... Nee, noch nie. Der ist auch neu. Ich fahre es alle neu. Ach, dann war das der Jaguar, war auch ein Engländer. Der Jaguar, ja. Ich habe jetzt neu, ich habe neu die Corvette CR8 reingetan. Ich habe neu... Ach, guck mal. Ich habe neu den Aston Martin reingetan. Ich habe neu den M8 reingetan. Den GT3, den Gallardo, den ganz alten. Die anderen sind alle neu. Also die... Nur der Gallardo ist halt alt, ansonsten die anderen sind neu. Und noch einen, habe ich vergessen. Warum ist denn der Aston Martin bei mir grau in der Liste? Ja, weil er nur einmal zur Verfügung steht. Weil der Server macht es ja so random und ich muss es halt manuell machen, aber wenn du dir fahren willst, kann ich aussteigen. Ich wollte nur mal testen kurz. Corvette? Alter, wie sieht die denn aus? Das sieht ja gar nicht mal wie eine Corvette aus. Ja, ist ganz neu. CR8 von 2020 oder so. Ganz neu. Wow, das ist aber ein hübsches Auto. Na klar, Corvette war immer schon geil. Besonders die gelbe von früher. Kennst du die noch? Die gelbe von 24 Stunden. Ich fand sie optisch nicht mehr so schön irgendwann. Aber die C6 war immer schon geil. Das ist der C8, das ist ein Nachfolger. Okay. Ja, dann angenehme Träume. Mädchen, wünscht dir was. Bis zum nächsten Mal. Das war lange mein Lieblingsding. Den fahre ich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Schlaf schön. Was war lange dein Lieblingsding? Ford. Ach, der ist auch neu. Genau. Generell mag ich Ford sehr gerne. Einer meiner Traumautos damals immer Ford GT40 und Ford GT90. Ja, genau. Aber ich sag dir eins, fährst du Ford, kommst nie wieder. Okay. Kennst du das? So wie der Witz vorhin vom Techni. Fährst du quer, siehst du mehr, aber war es ein bisschen umgewandelt. Er fuhr fort und kam nie wieder. Willst du machen? Passiert. Ist er gut oder schlecht? Nie gefahren, ist auch neu. Okay, ich hab den fahr ich jetzt. Nie gefahren. Ich wollte die alle mal testen. Ja, hast du jetzt aber ganz, ohne dass du es wusstest, Autos reingepackt, die ich hier einfach geil finde. So. Ich habe einfach die ganze Rennserie reingetan, die sie fahren aktuell 2022 mit den Autos. Es gibt da so Meisterschaften. Ich habe mich so ein bisschen orientiert mit Strecken und Autos an die Meisterschaften, die aktuell sind. GTE-Meisterschaften und GT3-Meisterschaften von Assetto Corsa, nicht von anderen Spielen. Und die sind halt da drin. Ja, aber ist eine Heckschleuder, du musst aufpassen, ne? Ist immer Biest, Ford war immer Biest. Ford war mein Drecksau. Ja. Ford hat immer den besten Sound gehabt. Jetzt wirst du aber Geld kriegen. Warum? Jetzt werde ich Geld kriegen? Mal entspannt, okay. Einfach mal entspannt, mache ich jetzt auch. Bisschen gemütlich. Ich will ein bisschen grinden hier. Ich fahre jetzt einfach mal hier entspannt. Der Einführungsrunde wird ja so 2,30 werden und dann fahre ich halt so 2 und dann immer ein bisschen schneller. Ja, ich fange jetzt aber wieder mit einem Level 0 an. Ist das normal? Da weiß ich nicht, ob das von Auto zu Auto anders ist. Eigentlich nicht. Schaust du mal gleich. Also es scheint so zu sein, dass das Level auf das... Eigentlich ist es auf dem Server. Schau gleich mal. Wenn du jetzt mal levelst, dann guckst du mal. You are level 0 in the Lap Time Challenge. Achso, okay. Dann gibt es vielleicht noch einen Account Level. Weil du vielleicht noch kein Ding gefahren bist. Und in your Account Rank steht 3 Viertel. Ja, stand 3 von 4 anscheinend. Stand bei mir vorhin auch was. Ich weiß nicht genau noch, wie das System funktioniert. Wie gesagt, wir haben es gestern erst geedit und ich habe jetzt nur mal versucht, es so zu machen, dass wir nicht pleite gehen sofort. Ja, so würde ich sagen, ist aber die Einstellung schon gut. Also man verliert ja schon durchaus Geld, außer du wechselst halt schnell in die Autos, was man aber eigentlich nicht will. Und irgendwann verdient sie eh kein Geld mehr und dann stagniert das so ein bisschen. Also, ja, und dann wechseln wir eh die Strecke. Ist eh egal. Genau. Oder man kann Rennen fahren und man kann auch Geld verdienen. Ich würde sagen, oh Gott, kommt richtig Feuchtigkeit drauf. Ich glaube, es regnet draußen. Ich muss mal kurz gucken. Jo. Ich höre hier nichts mit meinem Kopfhörer. Oh ja, mach mal. Ich bin dann auch kurz in der Küche und koche einen Tee. Machen Sie es so.
Mann, das ist so, das ist einfach viel zu schnell für das Auto, was ich hier mache. You've just done a 450.5. 3100 bekommen. Für die erste Personal Best. Dann muss ich 1,49,813 machen. Jo. Kann ich hier nochmal das hier Optionen schaffen? Der Gäste von Montrecht, rein da! Ich poste aktuell nichts auf Twitter, also ganz ehrlich. Ich habe so viel gepostet, keine Ahnung. Hat mir keinen Mehrwert gebracht. Da repostet werde von irgendwelchen Bots, die tausend andere auch reposten, ja, genau, retweeten halt, heißt es ja. Muss ich 1,48. Jetzt muss ich 1. Reaching next level. 1,48,277, okay. Immer halbe Sekunde schneller. Okay, das ist wild. Thank you.
Sector 2 time is quick. So, schon die letzte Runde. Mit 40, 5, 2, 5, okay. Nicht immer gleich. Lichtern ist lustig irgendwie. Ja, haben anscheinend alle GTs. 1,745 müssen sie jetzt schaffen. Sector 2 ist 1,4 seconds. Up your best. Okay, Gino, you've got 10 minutes of fuel remaining. Jetzt 1,46879. Das ist, glaube ich, 24 Stunden die C gehabt, Jens. Kann das sein? Ist rausgeflogen? Deswegen, ja, ich connecte gerade nochmal neu, weil ich im Chat gesehen habe, dass ich Disconnect hatte. Ich habe es jetzt ganz cool gemacht, Jens, hier. Ich bin jetzt eine 1,50 gefahren und er sagt mir immer, was die nächste Zeit ist. Ich habe mir gesagt 1,49,5. 1,1, also immer nur so halbe Sekunde halt. Manchmal nur 0,2. Jetzt fahre ich ja nur die Zeit, die ich halt benötige. Dann kriege ich immer wieder 3000. Bisschen grinden. So, auch witzig. Jo, auf jeden Fall finde ich, dass der Ford am besten aussieht. Der sieht aus wie der Interceptor aus diesem Film von damals. Ich glaube, die hieß auch so, der Film. Habe ich gesehen. Ja. Ich kann mich aber echt nicht mehr erinnern, was da passiert. Aber ich kenne den Namen, den Film habe ich auch gesehen. Ja, Interceptor war, mit dass der irgendwie beim Autorennen oder so ums Leben gekommen. Nee, die haben den irgendwie umgebracht und er ist dann als Geist quasi wieder auferstanden mit so einem Auto, mit so einem Superauto. Und dann hat er, weil das so Rennfahrer waren, immer gegen die Rennen gefahren und hat dann einen nach dem anderen zerlegt. Ist nicht nett. Nicht nett, nee. War eigentlich auch eher so ein gruseliger Film. Okay. Aber war cool. Ich glaube auch mit Charlie Sheen, ne? Kann sein. Ich dachte jetzt Steven Seagal, aber kann Charlie Sheen sein. Okay, ich bin 1,45,9 gefahren. Jetzt sagt er mir, ich muss 1,45,3 fahren. Jetzt 0,6 schneller. Jetzt fahre ich halt genau das. Weißt du? Ich fahre jetzt genau 1,45,3 dann. Jede Runde ein bisschen schneller. Ich habe halt einfach, ich bin die Strecke normal gefahren. Nur die letzten Kurven bin ich halt langsam gefahren. Ich fand ja die Steven Seagal Filme früher immer affig. Immer geil eigentlich. So nachts auf RTL 2 immer so schornüchtig geil. Habe ich mit meiner Oma immer geguckt, weil meine Oma der größte Steven Seagal Fan war. Waren zwar doof teilweise, aber die fand trotzdem nice. Also einfach so halber Chuck Norris immer, ne?
War immer actionreich und voll geil. Obwohl, eigentlich fand ich ihn sogar besser als Chuck Norris, ehrlich gesagt. Ich auch. Also ich fand ihn. Ich habe Chuck Norris nie so gesehen. Ich weiß auch nicht, wo und wann man das sehen muss. Walking Texas Ranger habe ich nie geschaut. Nee, ich auch nicht. Das war mir immer ein bisschen zu trashig. Ja, und dieses. Da, die Ärztin davor, dieses, Frau Quinn, so ein Scheiß, habe ich auch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Die war doch immer davor. Deswegen habe ich diese Witze nie verstanden. Wow. Aber anscheinend kommen die Witze aus den Walking Texas Ranger, oder? Ja, weil er doch da immer irgendwelche Sachen zusammengebastelt hat oder sowas und das irgendwie. Oder das Unmögliche möglich gemacht hat, ja, schon irgendwie. War das nicht bei MacGyver sozusagen? Ja, habe ich zwar auch im Kopf gehabt, aber ich glaube, Chuck Norris war quasi das nochmal in gesteigerter Form, oder? Ich habe es halt nie gesehen, kann ich ja nicht sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Jetzt muss ich 1,44,619 fahren. So wenig nur? Ich bin jetzt Level 37, ich habe gelevelt. Next also der Heckschleuder ist ja noch untertrieben, ne? Wow! Ach du meine Güte! Ich dachte, der Porsche ist anders. Wow! Oh, Yellow Flag? Alter, 6. Penalty, 600 Strafe. Was hast du gemacht? Gedreht, rückwärts gefahren, gedreht. Ist einfach gestorben. 5 mal gemütliche Runden entspannen mache ich auch. Das ist auch so ein Auto, was ich hier habe. Ich fürchte, mit den kannst du nur gemütlich fahren. Ich fahre ein bisschen, weißt du, ich meine? Halt halbes WoW-Level hier. Muss ich jetzt fahren? Es kriegt ja gar nicht. Wow. Das ist eine andere Welt. Geht. Ziemlich gleich zu den GT3, nur mit der Bremse ist ein bisschen aggressiver. Jetzt muss ich 1,42,5. Irgendwie komisch, man macht da 0,5 schneller, man macht da ein bisschen mehr. Ich bin Level 40 jetzt schon. Ich bin jetzt einfach hier die letzten 10 Runden gemütlich gefahren und bin immer ein bisschen schneller gefahren als meine Zeit davor. Aber ja, du levelst anscheinend. Das Level ist bei jedem Auto. Aber das Geld hast du, glaube ich, global am Server. Ich weiß dann nicht, wie das ist, wenn wir auf eine neue Strecke gehen. Ich hoffe, das bleibt das Geld. Ist wild bei dir, oder was, sagst du? Ja, es ist ganz wild. Kann sein, dass der Schirm ist aus der Porsche. Den darfst du halt nicht lenken, wenn du bremst. Aber so gar nicht. Solltest du halt überhaupt sowieso nicht machen. Immer gerade. Immer gerade halten. Ja. Aber du darfst auch nicht zu schnell Gas geben, in der Kurve, irgendwas. Eben. Ganz egal. Nur wenn du gerade hältst, das Lenkrad. Jetzt muss ich dann 1,41,866 für 4200. Ey, voll am Grinden hier, Alter. Oh, erstmal porzen hier richtig, weißt du, ich mein? Hat
Hast du heute eigentlich so lange geschlafen, als du im Chat bist, oder wie lange bist du wach? Nö, aber ich habe noch ein bisschen Video geguckt. Ja, aber wie lange hast du denn geschlafen? Weil du hast den Chat erst um 8 oder 9 geschrieben. Die Technik kam erst um 9, glaube ich. Nee, ich bin nachmittags oder so. Okay. Lenkung ist der Hammer bei ihm. Beschleunigung ist der Hammer. Das nutzt er recht kaum mit der Power, ne? Ja. Und wenn er nicht... Ich würde sagen, das ist sogar das schwerste Auto, was ich bisher gefahren habe. Kann gut sein, ja. Der erste Gang ist quasi nicht existent. Was ist, wenn ich ohne Sprit bleibe? Was schimpft an der? Ich habe eh wieder 4-4 bekommen. Ich bin schon Level 43. Okay, kein Sprit mehr. Erstmal porzen. So, nach Hause beam. Ich war gerade neben der Strecke. $9. Also, you now have 80.000. Hab gegrindet, Alter. Ich hab bekommen. Schön. Für 1,49 3.100. 1,48 3,3. Und so weiter. Immer 1.000 mehr. Ich habe 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Mal du hast gemacht, den Schein. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 8 Mal habe ich es gemacht. Insgesamt 9 Mal. Unterboten. 8 Mal unterboten, sind 9 Zeiten. Geil, Mann. Also, passt. Bisschen gegrindet, weißt du? Muss ja ein bisschen, ne? Weil, wenn du jetzt einmal eine schnelle Zeit fährst und die unterbietest du nie, dann bist du am Arsch. Der muss viel R-Bremse mit ihm hier. Die Bremsen sind vorne permanent überhitzt. Schmeiß sie weg. Nein. Das ist, glaube ich, auch ein Auto für TG. Ja, ist in der gleichen Klasse wie der Porsche. GTE halt. Ist halt kein GT3. Ist ja ein GT-Server. Irgendwann kann ich das Spielchen nicht mehr treiben, was ich gerade mache. So, wollen wir die Zeit zu schlagen. Am Anfang ein bisschen gemütlicher, aber jetzt muss ich langsam auch schon wieder Gas geben, weißt du? Unendlich geht's ja auch nicht. Ja, irgendwie unfair, oder? Wenn einer sofort gut fährt, wird er bestraft. Wieso? Wird nicht bestraft.
Wenn einer sofort ja, doch, gut fährt. Wenn er dann nur einmal Geld kriegt und dann ja, war's das. Aber der tut ja auch nicht dann Unfall bauen, so einen Scheiß. Der kann halt fahren, weißt du? Der braucht ja nur einmal fahren. So ja. Wie Xenter, fährt seine 5 Runden, geht auf ein anderes Auto. Fertig, Ende. Aber du machst das 3-mal und dann hast du bist reich. Ich krieg halt immer so 3 bis 4K. Und so kann ich mich ein bisschen ins Auto gewöhnen. Ich kann halt pushen bis zu einer gewissen. Bis zur letzten Kurve und dann wird langsam halt. Aber kann ich nicht mehr lang machen, weil es ist bald. Komme ich an eine Zeit dran, wo ich halt auch nicht mehr besser kann, weißt du? Ja. $4,601.39. Okay, jetzt habe ich 1,39 geschafft. Ja, hast du ja noch 6 Sekunden. 1,39,254 muss ich jetzt schaffen. Jetzt wird es langsam kritisch. Gemütlich. Oh, bin hinter dir. Nein, Mann, mit dem kann man nicht gemütlich fahren. Klar, kann ich mit dem hier auch. Sieht aber aus wie ein Diablo von hinten, deiner. Ach, ganz entspannt. Ich fahr ganz entspannt hier. Oh, nicht so glühen. Ja, geh schon. Ich hab mir mal deine Bremsen angeschaut, die sind sehr warm. Immer warm. Das ist das, was Bremsen aus... Oh Gott, schon wieder. Oder paffst du im Auto oder was? Ist da mit dir? Ja. Okay, 1,39,2 muss ich schaffen. Diese Kurven sind schwer mit zum Auto. Ich schaff die Zeit nicht mehr.